Ich bin Batman! Ich bin Batman! Und damit hallo zu einem wunderschönen neuen Part von Empire Total War. Es laggt noch immer wie Scheiße. Ich nehme noch immer auf, weil ich gesehen habe, ich habe zu wenig Parts. Und ja, tun wir so, als hätte ich das gerade nicht gesagt und beginnen wir einfach. nein. Nein, das Spiel ist super. Schön, D-Moll. Danke. Danke. Oh, Flotte kommt an, sehr schön. Das ist wirklich danke. So, neue Stadt entsteht. Nyíregyháza. Ich kann kein Ungarisch, tut mir leid. Ich kann es auch nicht wirklich aussprechen. Ich entschuldige mich bei allen Leuten, die Ungarisch sprechen, für diese Vergewaltigung in dieser vermutlich schönen Sprache. Wie gesagt, ich spreche kein Ungarisch. So. Kein Gebäude. Dem wollen wir Abhilfe schaffen. Weberwerkstätten. So. Neuer Ostindienfahrer ist fertig. Der fährt in den Osten! In den Osten! Nein, tatsächlich nicht. Eigentlich fährt er in den Süden. Wobei, sind wir mal nicht so ein Schicken in zu den ostindischen Inseln. Ah. Naja. Ah. Boah, diese Lags. Ja, du gehst zu den ostindischen Inseln. Du hast eine lange Reise vor dir, Captain. So. Hier ist dieser nette Geselle hier aufgetaucht. Der den letzten Handelsposten übernimmt, der noch frei ist. Der letzte ist ja, wie wir leider schon gesehen haben, von Persien besetzt worden. So besetzt klingt jetzt so hart, aber jedenfalls die Perser halten ihn. Nicht wir. So, wir können auch schon mal schauen. Ostindien, sieht ihr schon welche? Nein, niemand. Beziehungsweise, ich glaube, ich sehe die Handelsrouten sonst auch nicht, wenn ich nichts dort habe. Naja, so. Jedenfalls, alle Schiffe, die noch hier sind, gehen ab jetzt nach Ostindien. So. Nein, nicht Ostafrika, Ostindien. Nach Ostafrika könnte ich sie auch schicken, aber wir wollen auch ein paar Gewürze, denke ich. Zumindest ich will welche. Oh ja. Sowas wie Ketchup. Ah, nein, Ketchup ist... Ich weiß, dass Ketchup kein Gewürz ist. Bitte zerpflügt mich nicht in den Kommentaren. Und ich mag nicht mal Ketchup. Ja, ich weiß, es war eine dumme Idee, Ketchup zu sagen. Ja, ist ja schon gut. Ist ja schon gut. So, den hübschen hier haben... Oh, Moment, Frankreich und Großbritannien sind gar nicht im Krieg jetzt. Oder? Ich verstehe es nicht. Sehen wir einfach mal in der Diplomatieansicht nach. Wäre vielleicht eine Idee, oder? Doch, die sind im Krieg mit Frankreich. Warum haben sie nicht um Hilfe gebeten? Naja. Tja. Tja, ja. Wobei, Paris hätte ich leicht einnehmen können. Paris, fahre ich bald hin. Allerdings ohne Heer. vermutlich. Man weiß ja nie. Minus 3. Eine Rebellion wird es wohl noch geben. Aber dann sind sie zurückgestellt. Und warum genau ist hier nur ein Schiff? Ich wollte doch mehrere. Irgendwas sagt mir, der Krieg gegen Frankreich wird bald beginnen. Naja. Bilde ich hier eigentlich noch Schiffe aus? Ja, oder? Was hat sich der Ostseite gerade verändert? Oh Gott. Nächste Runde muss ich wieder neue Schiffe bauen. Naja. Beenden wir diese Runde mal und schauen, was sie uns Schönes bringt. Ach ja, richtig, mein Spion. Noch etwas? Den habe ich ganz vergessen.
Wer war der? Oh, ich habe weder Hansi noch Hugo einen Befehl gegeben. Bah. Welche Niedertracht. Verdammt. Oh, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Technologie, die ich nicht stehle, ist Technologie, die ich nicht habe. Das ist wirklich blöd. Na, warum habt ihr mich nicht daran erinnert? Das wäre eure Aufgabe gewesen. Wisst ihr, ihr hattet eine Aufgabe. Eine einzige Aufgabe und die habt ihr vernachlässigt. Super. Toll, sage ich. Danke. Dankeschön. Eine Aufgabe. Naja, lassen wir uns davon nicht stören. Tun wir so, als hätte ich euch nie dafür beschimpft, etwas nicht in die Kommentare geschrieben zu haben, was ich sowieso viel zu spät gelesen hätte. Ich meine, zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist der erste Part noch nicht öffentlich sichtbar. Ja? Ihr könnt den ersten Part noch nicht mal gesehen haben. Außer ihr habt euch ins System reingehackt. Vermutlich habt ihr es nicht gesehen. Mal ehrlich. Irgendwie, es gibt zu viele Fraktionen am Anfang. Das ändert sich, keine Sorge. Die kleinen Fraktionen werden nach und nach dahingerafft. Und die großen Fraktionen verleiben sie sich ein. Dann werden die großen Fraktionen von mir dahingerafft und am Ende gibt es nur noch wenige, die übrig sind. Naja. Aber Madrid ist erbärmlich schlecht gesichert, sehe ich gerade. Wir könnten was machen. Wir könnten einmarschieren. Genauso wie in Frankreich und so. Und so, ja. Blöd ist nur, dass die Leute vermutlich rebellieren werden, wenn wir einfach weiterziehen. Also eigentlich mit Griechenland. Wann holen die sich eigentlich den zweiten Teil von Venedig? Also den zweiten Teil von Griechenland, der Venedig gehört. Weil wenn sie das haben, dann hole ich mir Venedig. Das ist ein Stadtstaat. Sind aufgrund der zu hohen Unzufriedenheit der Wer zur Hölle ist Patrick Pfeffer? Besänftigen Sie die Bevölkerung durch Steuern, Robert, um die Unruhen niederzuschlagen. Aha. Wie auch immer Ihre Entscheidung ausfällt, handeln Sie schnell. Très magnifique, würde ich das sagen. Très magnifique. Oh. Die haben meinen Edelmann abgemurkst. Nein, die haben die Schule in den Niederlanden zerstört. Die möchte ich aber eigentlich schon reparieren. Wird geforscht. Bah, warum müssen die mal rebellieren? So, eine schöne Brick. Mehr Nahrung. Das ist mir gut. Warum kriegen wir eigentlich so wenig Geld pro Runde? Wir haben doch... Oh, oh, ich verstehe. Die Truppen, die Truppen. Ja. Ah. Sollten sich endlich mal Patras holen. Ja, die gehen schon von selbst weiter. Irgendetwas wollte ich noch machen, das weiß ich noch. Aber was? Nein, ernsthaft, was wollte ich machen? Wollte ich hier noch eine... Eine Brick rekrutieren? Ja, ihr versteht, was ich meine, nicht wahr? Reduktieren. Das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Reduktieren. Weil das ein Wort ist. Reduktieren. Ladies and Gentlemen, reduktieren. Und Menschen undefiniert. Ich meine, ich möchte da ja niemandem was vorschreiben. Ihr müsst euer Geschlecht nicht definieren. Ihr könnt doch. Ja. Ein undefinierbares Geschlecht haben. Niemand zwingt euch. So. Diesmal denke ich dran. Du klaust Technologie, die
die wir nach Möglichkeit noch nicht haben. Oh, da haben die Spinning Jenny. Klingt nicht nach etwas Französischem, aber gut. Ich meine, in Frankreich ist das ja so, dass man französische Sachen eher französisch benennt und auf keinen Fall Anglizismen verwendet. Oder es zumindest so gut es geht vermeidet. So, was bringt uns das? Nichts. Aber das hier bringt uns was. Also werden wir das hier klauen. In Frankreich muss ja noch 30% der Musik im Radio muss auf Französisch sein. Ich meine, 30% sind auch nicht viel und es muss auch nicht alles immer auf Englisch sein. Wobei, ich bin doch froh, dass wir das nicht haben. Ich meine, deutsche Musik ist schrecklich. Ich meine, was haben wir hervorgebracht im deutschsprachigen Raum? Hansi Hinterseer! Tokyo Hotel! Sido! Money Boy! Till Schweiger! Nein, Moment, der ist kein Musiker. Ich denke, ihr versteht, was ich meine, oder? Nichts, das man irgendwem zeigen möchte. Weil es einfach beschämend ist, was wir nur hervorgebracht haben an Musikern. Wobei am schlimmsten ist schon Sido, mal ehrlich. Über Tokyo Hotel kann man ja sagen, was man will. Aber schlimmer als Sido war es nie. Ich meine, natürlich, wenn man auch nur eine einzige Zeile von ihnen hört, dann beginnen die Ohren zu bluten und man erbricht, was man gerade gegessen hat. Aber so schlimm wie Sido sind sie auch wieder nicht. Ist eigentlich irgendeine Flotte angekommen? Nein, oder? Nein, darauf hätte ich geachtet. Ja, manchmal achte ich sogar tatsächlich auf was. Tut mir leid, dass es jetzt so ein ereignisloser Part bleiben wird. Es tut mir halt wirklich leid. Ja. Wie kann ich euch dienen? Ich kann es ja auch nicht ändern. Ich meine, ich könnte meine Verbündeten angreifen. Aber wozu? Ah, wir können noch ein bisschen Diplomatie betreiben. Dann kommt es mir so vor, als hätten wir in dem Part auch was geschafft. Verrückt, oder? Wir was geschafft. So, Spanien hasst uns. Barbaresken hassen uns. Wer hasst uns denn nicht? Die italienischen Staaten, da bitte, die mögen uns. Ja, die haben uns doch lieb. So, Bündnis. Habt ihr Lust? Nein. Na gut, dann. Lasst mich Mozart zitieren. Legt mich im Arsch. Das Lied gibt's wirklich von Mozart. So. Ja, Venedig will ein Bündnis mit uns. Ist das nicht schön? Was bringt uns das? Gar nichts. Aber wir haben mehr Verbündete. Hey. Und ich habe das Gefühl, wir haben was geschafft. So, Pueblo. Ihr Pueblo, amerikanischen Ureinwohner, ihr wollt ein Bündnis, oder? Das sehe ich doch euch an der Nasenspitze an. Ihr seid nicht dumm? Okay. Die Huronenkonföderation. Entschuldigung. Bündnis? Komm schon. Sind auch nicht dumm. Wieso sind die alle nicht dumm? Das gibt's doch nicht. Ich möchte, dass die dumm sind. Ganz schön Bündnis. Na, ich könnte auch Lord Protector werden, aber ich denke, das wollen die nicht. Nein. Nein, warum wollt ihr alle kein Bündnis? Ihr Griechen, ihr seid pleite, ihr wollt ein Bündnis. Ich meine. Nein, auch nicht. Was stimmt mit euch allen nicht? Aber die Cherokee, die werden mich doch nicht im Stich lassen, oder? Nein.
Doch, ihr seid dumm, wenn ihr nicht mit unserem Bündnis eingeht. Eure einzigen Partner ist die Irokesen-Konföderation. Ihr seid verfeindet mit Spanien und noch anderen Ureinwohnern. Das ist eine Leistung. So. Volk würde dich auslachen. Das tut's eh schon. Schau dich an. Schaust aus wie ein Volltrottel. Ich meine, oberkörperfrei, ja? Steht nicht allen. Mir steht's. Weil ich bin super, super hübsch und... Ja, wie schon vor einigen Parts gesagt. Sogar meine Brusthaare haben Brusthaare. So männlich bin ich. Und ja, schaut halt einfach gut aus. Aber gut, lassen wir das. Beenden wir die Runde. Ich sagte, beenden wir die Runde. Ah, endlich. Ja, charmant, wie die Schiffe dahin legen. Ja. Am liebsten würde ich gern gleich den nächsten Part aufnehmen, aber ich weiß nicht, ob das gut wäre mit den ganzen Lags, die schon drin sind. Wobei, ich fahre bald auf Urlaub, da ist es vielleicht kein Fehler, ein paar Parts auf Vorrat zu haben. Müsste ich dann nur mehr freischalten. Du meine Güte, Frankreich haut da ziemlich rein in England. Das können wir nicht zulassen. Ich glaube, da müssen wir was tun. Ja doch, sollten wir. Doch, doch. Halte ich für legitim. Mit zwei neuen langweiligen Belagerungen. Yeah! Dann ernsthafte... Ich weiß übrigens nicht, wie euch die letzte Belagerung gefallen hat. Ich nehme das relativ direkt im Anschluss auf. Ist noch die Teil der gleichen Aufnahmesitzung. Also... Falls ihr sowas in die Kommentare schreiben wollt, wir haben doch gesagt, du sollst aufhören mit dem Let's Play. Habe ich noch nicht gelesen. Ich werde schon erwähnen, wenn ich es gelesen habe. Keine Sorge, ich nehme halt sehr stark auf Vorrat auf im Moment. Weil ich auch nicht wirklich damit rechne, dass wir am Anfang viele Zuschauer haben werden, ja? Ja. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Meine, außer solchen tollen Sachen wie Mama, Papa, Oma. Das Konglomerat, das einem immer treu bleibt. Mama, Papa, Oma. Außer man heißt Luke Skywalker. Snap. Oh. Ja. Tun wir so, als hätte ich diesen schlechten Witz nie gemacht. Bitte. Bitte tun wir einfach so. Die Barbaresken. Ich finde die Barbaresken wirklich lustig. Ich glaube, die haben sie nur als Pausenclown eingebaut. Aber das Lustige ist, die waren, wie ich mit Spanien das Ganze durchgespielt habe, eine der fünf letzten Nationen oder so, die noch im Leben waren. Der Weg ist versperrt. Du kommst nicht. Ja, halt's Maul. Oh, die nächste Rebellion. Na dann. Ist es wieder schon so spät? Ich singe wunderschön, nicht wahr? Stirbt. Weitere Befehle? Ah, diesmal hat er sich sofort umgebracht. Sir, eure Befehle? Wieder zurückkehren. Marsch! So. Wir haben die Rebellion erfolgreich niedergeschlagen. Die werden nicht mehr rebellieren. So. Verdammt, ich kann nicht alle Einheiten wieder verstärken. Der Weg ist versperrt. Wo? Oh. Das ist also Maximus von... Alter, der Typ heißt Maximus. Was stimmt mit den Eltern von dem Typen nicht? Ich meine, wenn ihr Maximus heißt... Verdammt, was mache ich eigentlich? Das sollte ich doch erst im nächsten Part machen. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu stoppen. Ja. Okay, dann machen wir... In diesem einen Part machen wir drei Runden. Weil einfach auch so nichts passiert ist. Ja. Es tut mir leid. Ich...
Ich habe euch enttäuscht, ich weiß. Aber ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Gibt es halt diesmal 3 Spielzüge. Ja. Das war's auch schon. Nichts allzu Aufregendes. So, du geh vor schon klauen. Ich könnte dieses Spiel ewig weiterspielen, echt. Ich mag es. So. Ach ja, richtig, wir haben ja wieder einen neuen Ostindienfahrer. Wäre theoretisch der Beginn eines neuen Parts. Theoretisch. Aber ich glaube, es ist in dem Fall sogar besser. Irgendwie der letzte Part war ziemlich kurz. Ich glaube, Ostindien ist auch bald voll. Wenn alle Handelspunkte besetzt sind, muss ich wirklich Kolonien erobern. Ja, der Hansi hat es wieder verkackt. Und der Hugo auch. Ja, danke Maximus von Baden-Baden. Europas China. Achso, Porzellan. Und ich hab schon gedacht. Dass wir hier das so machen wie China mit Hallstatt. Einfach nachbauen. Wie kann ich euch dienen? Ah, ich finde das cool. Wie ihr wünscht. Haben einfach Hallstatt nachgebaut. Ehrlich. Äußerst amüsant. So. Wie kann ich euch dienen? Das macht schon Hansi. Aha, Augen Ort des Lernens und der Kultur. Ja, deine Mutter ist ein Ort des Lernens und der Kultur. Nein, warte. Ist sie nicht. Oh, snap. Ich sollte mich langsam um Frankreich kümmern. Ich habe den Eindruck, die wollen in England landen. Das ist etwas, was ich ihnen nicht erlauben werde. So ganz einfach, indem ich mich in den Krieg einmische. Sobald Spanien mir den Krieg erklärt, hole ich mir die Lombardei. Nach Nepal komme ich ja nicht. Oh, nein, Moment, das ist ja Neapel, nicht Nepal. Ach, ich Dummerchen. So, wenn ich dahin will. Oh, ja, das kann ich ja sogar. Ich muss einfach nur durch Venedig gehen. Die sind jetzt meine Verbündeten. Robin, halt! So. Sir, eure Befehle? Ihr seid doch nicht die Kolonialstreitmacht. Männer, ihr werdet nach Elsass Lothringen marschieren. Und ich hoffe, die Lage hier beruhigt sich bald wieder. Weil ich werde die Armee brauchen. In Paris. Ach, das werden wir schon schaffen, denke ich. So, gibt's noch was zu tun? Ich denke nicht. Gut, dann beenden wir die Runde. Und dann auch den Part, aber wirklich. Ich glaube, ich werde zum Ausgleich im nächsten Part auch 3 Runden machen. Aber dann kehrt es wieder zu den gewohnten 2 Runden zurück. Ich meine, wir haben ja schon gesehen, dass da teilweise eine riesige Überlänge draus wird. Vielleicht sollte ich es eigentlich generell flexibler machen, dass ich immer auf gesunde 20 Minuten komme. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Wäre es tatsächlich. Das ist halt einfach wirklich. Aber vielleicht mache ich das. Mal sehen. Was, ein Duell? Wählen Sie die Waffe. Der Typ ist besser im Fechten, also... Rapier. Cooles, leggendes Video. Cooles, leggendes Video. Zeig mir dein Geheimnis. Wieso haben die Pistole in der Hand? Ich habe das Rapier als Waffe. Ihr sollt mit dem Schwert kämpfen, wie Spaß dies. Mit dem Schwert! Ja, ich kenne mich bei Waffen nicht gar so gut aus. Fällt euch vielleicht daran auf, dass ich Rapier falsch ausgesprochen habe und dass ich nicht wirklich weiß, was es ist. Aber es ist so eine Art Degen, das weiß ich. Tja,
Der hat wohl eine Ladehemmung. Ich glaube, der ist tot. Ah, boah, das dauert echt lang. Oh, oh, der Klassiker, der Klassiker, der Klassiker, der Klassiker. Und ja, liebe Kinder, das war nur Mehl. Das war nur Mehl, keine Sorge, der ist nicht tot oder so. Und jetzt schläft er, weil ihn das Mehl schläfrig gemacht hat. Wir müssen hier auf Jugendschutz achten. Sonst. Sonst kommt die USK bei mir vorbei mit Keulen und mit Kettensägen und zerlegt mir die Bude. So, wer war das jetzt, der gestorben ist? Erfahren wir das auch irgendwann? Ich hoffe, es war der Gegner. Irgendwie die Franzosen gehen mir gerade hart auf die Nerven. Oh, sie versuchen was zu sagen, aber dank der Soundlags hört man es nicht. Das ist einfach nur ein Video. Und das Spiel schafft es nicht, das abzuspielen. Ist das nicht großartig? Ja, der Typ ist tot, wir haben es kapiert. Weil er ein Trottel war. Ich meine, wer schaut dir den Lauf und drückt ab? So dumm muss man mal sein. Ich meine, ernsthaft. Seid ihr auch so dumm? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich möchte über euch lachen. Oh, das wird herrlich. Das Video ist sicher gleich zu Ende. Ja, ich weiß, ich könnte die Videos auch wegklicken, aber das erste Mal möchte ich es eigentlich hier zeigen. Oh, da ist Erde auf uns oben. Das ist nicht schön. So dramatisch. Ich mag Tische. Mögt ihr Tische? Ich habe keinen Tisch. Also keinen Schreibtisch. Ich liege hier in meinem Bett und nehme auf. Hört sich traurig an. Ist es vermutlich auch. Keine Ahnung. Ja, ernsthaft. Ich werde das nicht glauben. Ja, Duellergebnis. Einer ist tot, das haben wir kapiert. Könnt ihr jetzt bitte das Standbild... Nein, natürlich ist meiner tot. So ein Idiot. Wenigstens war es nicht der Hansi. Sehen wir es positiv, es war nicht der Hansi. Und nicht der Hugo. Okay, Frankreich. Das mit Frankreich müssen wir beenden. Das spitzt sich ja immer weiter zu. Tut mir leid, Frankreich. Ich weiß, ihr habt die beste Küche und ihr macht Enten wie niemand anderes, aber ja, Österreich wird über euch herrschen. Alles Erdreich ist Österreich untertan. Ayo. Wie man so schön sagt. Wer hat das Ayo nochmal hinterlassen? War das Ferdinand? Ich weiß es nicht. Oh, verdammter Preuße. Der Preuße. Wie sagt man noch so schön? Elendige Saugfraster! So sagt man. Habe ich gehört. Und gesehen. Und am eigenen Leib erfahren. Naja. Wobei... So echauffiert wie das Unreal Tournament Kind hat sich in meiner Gegenwart leider noch niemand. Das wäre echt lustig gewesen. Ich will Unreal Tournament spielen! Du Hurensohn, ich werde dich umbringen! Ja, schaut euch das Video an. Sucht einfach Unreal Tournament Kind. Nein, ich werde es euch nicht verlinken. Weil ich vergesse sowieso nur drauf. Sicher ist ja super einfach für euch, aber für mich nicht. Ich meine, hey. Reicht es euch nicht, dass ihr diese Videos schauen könnt, ohne irgendwas dafür zu tun? Ich meine, ihr seht ja nicht mal Werbung. Irgendwas.
Ja, nicht mal Product Placement seht ihr. In dieser Provinz gibt es ungenutztes, fruchtbares Land. Ja, das dritte Mal ist der Edelmann da. Würde für ein größeres Bevölkerungswachstum. Wir haben eine Spinning Jenny. Der Hansi hat der Erfolg. So, jetzt aber wirklich beende ich diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao.